Moin Leute und willkommen zurück zur Bremen-Karriere. Die Folge 19 steht an. Es beginnt heute mit dem DFB-Pokal. Achtelfinale ist das, ne? Genau, Runde 3. Das wird schon mal ein geiles Ding. Nun, wir haben Osnabrück als Gegner, so würde ich behaupten. Da kommen wir easy weiter. Aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Also, wer weiß, was da jetzt gleich passiert. Das hier wird auch die übelste Speed-Aufnahme, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich exakt nur 70 Minuten Zeit für die Aufnahme habe. Das sind einfach mal 50 Minuten weniger als sonst, weil ich ansonsten einfach dieses Wochenende keine Zeit habe. Digga, ich bin einfach nicht zu Hause und morgen soll ja auch noch ein Stream kommen. Deswegen muss ich einfach hier das Video heute schon aufnehmen, innerhalb jetzt von dieser Stunde. Ansonsten wird es ganz, ganz kritisch. Ja, wie gesagt, wir haben Osnabrück heute als Game, dann noch Schalke, das Game in der Conference League gegen die Nordländer da, das werde ich einfach schnell simulieren, ganz ehrlich, scheiß drauf, wir sind eh als Gruppenerster weiter drauf geschissen. Und dann geht's gegen Leverkusen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Ihr meintet auch, ich soll doch mal bitte die Statistiken zeigen und das mache ich jetzt gleich am Anfang, ansonsten vergesse ich das wieder. Topscorer ist natürlich fucking Niklas Füllkrug. 12 Dinger hat er schon genetzt, dahinter Benjamin Haas mit 5, also das ist schon eine Differenz von 7 Toren, ne, das ist schon heftig. Dann Goller mit 4, Schmidt mit 4, Schmidt ja in letzter Zeit besonders gut drauf. Demirovic hat auch 4 als Joker, finde ich völlig okay, das ist ein Drittel von dem, was Füllkrug leistet. Top-Vorlagengeber ist bei uns Leonardo Bittencourt, der hat schon 9 Tore vorbereitet, hauptsächlich natürlich für Füllkrug. Führich mit 5, Führich kommt jetzt auch wieder ein bisschen in Fahrt, ne? Der hatte ja so ein kleines Down, sage ich mal, ein bisschen formschwach gewesen. Duziak nur 3 Vorlagen, sage ich ehrlich, Alter, da könnte man überlegen, den am Ende der Saison abzugeben, weil der fällt schon ein bisschen gerade raus aus dem Kader, ne? Musste ehrlich sagen. Und für die Leute, die es halt noch interessiert, Pavlenka hat mittlerweile 6 Spiele ohne Gegentor. Unser wertvollster Spieler ist natürlich unser Rekordtransfer Niklas Dorsch, hat mittlerweile einen Marktwert von 23 Millionen. Dahinter Amos Pieper mit 17 Millionen und Marco Friedl mit 13,5 Millionen. Oh, Schmidt hat auch 13,5 Millionen Marktwert. Und da muss ich im Winter unbedingt was beim Vertrag machen, weil der hat eine Freigabesumme von 16 Millionen. Und das ist natürlich gar nicht geil, wenn wir den hier verlieren. Ihr könnt auch ganz dolle, wenn ihr wollt, schon mal ein paar Transfervorschläge reinschreiben für den Winter, wenn wir da was verändern sollen, wollen, wie auch immer. Weil es wird ja in der nächsten Folge schon die Wintertransferphase kommen. Da sind dann noch 2 Spiele zu gehen und ansonsten geht es da dann nur noch um die Transferphase. Jetzt geht's aber rein ins Pokal-Achtelfinale gegen Osnabrück. Fun Fact am Rande. Bevor ich auf die Idee gekommen bin, ey, ich könnte einfach eine Bremen-Karriere machen, hatte ich vorgehabt, mit Osnabrück eine Karriere zu starten. Weil nicht irgendwie, weil ich Sympathie für den Verein empfinde, sondern einfach, weil ich mir gedacht habe, ey, dritte Liga, let's go. Die haben mal eine Farbe, eine Vereinsfarbe, die nicht viele haben mit ihrem Lila. Von daher, ey, let's go. Aber am Ende ist es halt doch Bremen geworden und jetzt haben wir das direkte Duell. Das ist eigentlich ganz cool. Steckt auf Leonardo Bittencourt. Bittencourt, der tankt sich einfach durch. Warum denn nicht? Leonardo Bittencourt, Führung für Bremen. 1:0. Junge, unser Top-Vorlagengeber, jetzt kann er auch mal Tore schießen. Schmidt aus der zweiten Reihe, der kann sowas, Digga, der kann sowas richtig gut. 2:0. Und ich sag's ja, der Typ ist nicht ohne Grund für die Nationalmannschaft Österreichs nominiert worden. Guck mal, das sind locker 23 Meter, oder? 20 auf jeden Fall. So schön hinten reingelegt, da kannst du dem Torwart aber auch keinen Vorwurf machen. Oh, schön gespielt, die Osnabrücker werden nochmal gefährlich, der Schuss kommt und fliegt ganz knapp vorbei. Och, wie traurig, der so einen Millimeter am Tor vorbeigerollt ist. Och, guck mal, ey, noch in Slow Motion, wie unglücklich sieht das denn aus. Benjamin Haas hat das Auge in der Mitte für Schmidt, erster Ballkontakt in diesem Spiel von ihm. Hätte natürlich ein richtig, richtig geiler Schuss werden können oder geiles Tor. Jetzt aber die Flanke und jetzt ist er drin, warum denn nicht? Schmidt, er macht's nicht selber, er bereitet es einfach vor. Der Typ wurde gerade eingewechselt, hat einen Ballkontakt, beinahe ein Tor gemacht, zweiter Ballkontakt, Torvorlage. What the fuck, Mann? Flanke kommt rein, Niklas Stark setzt sich durch, köpft den Verteidiger noch ins Gesicht und dann rollt der Ball einfach rein oder er fliegt halt rein. Ah, Osnabrück, die haben sich aber ihre Chancen gut rausgearbeitet und jetzt werden sie vielleicht belohnt. Es gibt den Elfmeter nach Foul von Marco Friedl. Jetzt also der Elfmeter, Simakala gegen Pavlenka und da ist der Anschlusstreffer, nur noch 1:3 und das Tor haben sie sich wirklich verdient. Oh, schön zurückgelegt, nochmal in die Mitte, gibt es nochmal den Anschlusstreffer, es gibt nochmal den Anschlusstreffer. 90 plus 2, niemand mit dem 2:3. Die Zeit wird nicht mehr ausreichen für noch einen Ausgleich, aber ey, die spielen das wirklich gut, unsere Defensive steht aber auch ehrlich schlecht.
Ja, wir sind weit über der Zeit. Wir gewinnen das Ding hier 3-2. Also souverän war das definitiv nicht. Ich denke, wir haben 3-0 geführt, auf einmal Endstand 3-2. Aber hey, was soll's? Wir sind im Viertelfinale vom Pokal. Von daher easy abgehakt das Spiel. Weiter geht's in der Bundesliga. Wir haben nach den anderen Spielen jetzt auch die Auslosung für das Viertelfinale. Ich bin gespannt, auf wen wir treffen. Es ist Bayern 04 Leverkusen. Oh mein Gott. Jetzt haben wir ein Spiel gegen die in der Liga. Diese Folge sogar noch. Und dann demnächst ja auch noch im Pokal. Geil. Ich würde behaupten, das ist auch die Kracherpartien im Viertelfinale, ne? Ansonsten die anderen Favoriten, ganz klar Wolfsburg, Dortmund, Bayern. Und bei uns wird sich dann halt rausstellen, ob wir gut genug sind, um Leverkusen zu schlagen. In der Tabelle sind wir ja komplett gleich, mehr oder minder. Wir haben 2 Punkte mehr wie die, wir sind Fünfter, die sind Sechster. Das ist halt ganz schnell mal wieder umgedreht, ne? Dass Leverkusen gewinnt, wir verlieren. Kann ja sogar diese Folge noch passieren, aber wir müssen uns jetzt erstmal auf das nächste Game konzentrieren. Das ist nämlich gegen den FC Schalke. Die sind ganz, ganz schlecht wieder in der Liga. Mit 6 Punkten nach 13 Spielen, nur ein Sieg, 3 Unentschieden, minus 19 Tordifferenz. Holy fucking shit. Das hier ist jetzt ein ganz, ganz doller Pflichtsieg, ne? Das kann man nicht anders sagen. Wenn hier keine 3 Punkte drin sind oder wenn wir hier keine 3 Punkte holen, dann ist das eine Blamage. Nochmal führe ich mit ganz viel Gefühl. Oh mein Gott, Skorpion-Kick an die Latte. Ich krieg einen Krampf. Oh je, Drexler ist durch. Oh je, Drexler ist durch. Amos Pieper kommt nicht hinterher. Drexler ist durch. Oh mein Gott, Digga, wenn Schalke jetzt in Führung geht, Sanés Bruder verschießt. Och Gott sei Dank, ich habe keine Ahnung, wie der Kollege mit Vornamen heißt. Ja, wieder Harit. Digga, es geht alles über Harit. Jetzt wieder Sanés kleiner Bruder und die Führung durch Drexler. Schalke geht wirklich in Führung. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann es nicht erklären. Die spielen definitiv nicht wie eine Mannschaft, die bis jetzt nur 6 Punkte geholt hat. Nochmal den Ball. Jawohl. Bittencourt auf Führich. Führich macht es bis jetzt tadellos. Und da ist der Ausgleich. Uiuiuiuiui. Was ein Fehler von Fährmann und Führich. Ey, ohne Witz. Man of the Match bisher bei uns. Bei Schalke geht alles über Harit. Bei uns geht alles über Führich. Schalke, oh mein Gott. Die kombinieren sich da durch. Jetzt ist er frei vom Tor. Kanos schießt. Pavlenka hält. Boah, wenn wir Pavlenka nicht hätten, ey, wir würden hier gerade untergehen. Oh, klasse Ball, das muss es sein. Demirovic eingewechselt für Füllkrug. Und der Joker sticht 2-1. 84. Minute, der Bad Boy bei uns im Kader macht hier das Tor. Und oh mein Gott, das war sein 5. Saison und das mit Abstand wichtigste bis jetzt. Der Schlusspfiff ertönt. Wir gewinnen hier 2-1 gegen bärenstarke Schalker. Wirklich, die haben überhaupt nicht so gespielt, wie sie momentan in der Tabelle dastehen. Und das 2-1 war mehr als glücklich. Ne? Das war eigentlich durch einen Torwartfehler von Fährmann das 1-1. Also ich sag's euch ehrlich, wenn wir ein paar Flenker nicht hätten und wenn Fährmann diesen Torwartfehler nicht gehabt hätte, ne, dann ohne Witz, wir wären hier untergegangen. Die Schalker, die haben richtig stark gespielt. Jetzt kommen wir auch noch fix zu diesem 6. Spieltag in der Gruppenphase der Conference League. Wie gesagt, ich werde schnell simulieren. Wir spielen hier gegen den Letzten. Wir sind mit 6 Punkten Vorsprung Erster. Von daher völlig egal, was hier rauskommt. Ich hoffe natürlich trotzdem, es wird ein Sieg. Tatsächlich verlieren wir jetzt halt zu 0. Holy shit, Digga, das macht gar keinen Sinn. Aber so im Nachhinein, ganz ehrlich, juckt, Alter, juckt. Scheiß drauf. Viel interessanter ist die Tabelle, wo die Bayern nämlich zuletzt verloren haben. Ich weiß gerade gar nicht, gegen wen. Ich möchte mal nachschauen. Gegen Leipzig haben sie mit 1-0 verloren. Deswegen ist das jetzt alles sehr viel enger geworden da vorne dran. Wir haben auch ja ein Spiel weniger als die anderen und die anderen haben schon gespielt. Dortmund nur 2-2 gegen Köln und Leipzig schon wieder erst gegen Bayern, jetzt gegen Gladbach einen Punkt mitgenommen. Die haben nämlich 1-1 gespielt und wenn wir Dullis jetzt gewinnen gegen Leverkusen, die Sechster sind, also wirklich nur Top-Partien an diesem Spieltag, dann können wir dort richtig gut nach oben klettern auf den 3. Platz und sind auf einmal nur noch 4 Punkte hinter der Spitze. Ich würde noch ganz gerne schauen, wie es den anderen deutschen Clubs international ergangen ist. Frankfurt qualifiziert sich auch für die K.O.-Phase mit 10 Punkten. Wolfsburg scheidet als Vierter aus. Holy shit, Junge. 7 Punkte, genauso viel wie die Rangers. Und Apoel, die kommen einfach weiter mit Clubbrücke. Holy shit. Champions League bin ich auch sehr gespannt. Du, Leipzig setzt sich durch gegen Olympique Marseille, das ist wichtig. Also gut, Leipzig kann man ja kritisieren, wie man will. Aber international finde ich es schon ganz cool. Leverkusen wirklich bodenlos, Digga. Bodenlos. Nicht mal ein Sieg mitgenommen, aber trotzdem 7 Tore geschossen. Union hat mit 4 Toren, sprich 3 weniger als Leverkusen, einfach trotzdem mehr Punkte. Weil, Digga, irgendwas machen die falsch. Dortmund setzt sich gegen Villarreal und Celtic Glasgow durch, aber ganz easy, Junge. 11 Punkte haben die mal gegen Liverpool gewonnen. Die haben mal 0-0 gegen Liverpool gespielt. Ey, ist auch ein gutes Zeichen. Und Bayern setzt sich am letzten Spieltag dann doch noch durch. 1-1 gegen Eindhoven. Wenn sie das Ding verloren hätten, wären die einfach raus gewesen. Wir gehen jetzt aber rein ins letzte Spiel. Es ist halt nochmal gegen die Werkself. Jimenez, 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Uiuiui. Leverkusen, die müssen sich ein bisschen abreagieren, ne? Wie gesagt, Vierter in der Champions League geworden in der Gruppenphase.
Also die müssten sich wirklich ein bisschen steigern. Und wenn nicht in der Liga, wo denn dann? Ach ja, vor allen Dingen Thema, wo denn dann? Wir spielen ja gegen die auch noch im Pokal. Also wenn die jetzt sauer sind und auf einmal hier Prime Barcelona 2009 oder so raushängen lassen, dann ja, dann sind wir ein bisschen am Arsch. Florian Wirtz, gut gespielt auf Diaby, Wirtz nochmal rausgelegt, das ist erstklassig gespielt, holy shit. Ja, ich sag ja, die haben ganz schön Frust loszuwerden und die spielen das bis dato Weltklasse. Digga, die spielen das so gut, holy shit, Mann, Florian Wirtz, geh mir nicht auf den Sack, Mann. 2-0, da sieht Pavlenka auch zum Kotzen schlecht aus. Jetzt führe ich in den Lauf, komm bitte, so eine Chance müssen wir heute einfach mal nutzen, führe ich, nutze ich auch. Direkt Anschlusstreffer noch vor der Halbzeit, 1-2 und das Ding war wirklich wichtig. Schmidt spielt den Ball auf Führich, Führich nochmal zu Schmidt, das muss der Ausgleich sein und den schmeißt er in den Winkel. Schmidt und Führich, ohne Witz, das sind die zwei formstärksten Spieler bei uns und die zerschießen momentan aber auch alles. Wir haben zwei richtige Chancen bis jetzt und wir haben beide gleich mal für zwei Tore genutzt und genau so gewinnst du dann diese engen 50-50 Games. Oh, der Ball kommt da durch. Jimenez 3-2 und wieder sieht Pavlenka nicht gut aus. Boah, Pavlenka ist wirklich in einer guten Form und da macht er hier zwei so fahrlässige Fehler. Mann, ey. Du kannst dem kompletten Team keinen Vorwurf machen, ne? Es ist halt nur Pavlenka, der heute einfach mal einen schlechten Tag erwischt hat. Führe ich nochmal mit der Reingabe. Ball landet bei Schmidt. Schmidt schießt. Schuss wird geblockt. Ball landet bei Golla und Golla mit dem Ausgleich 3-3. Junge, was ein Geschoss. Boah, meine Fresse, das nennt man mal pure Willenskraft. Einfach mal draufgezogen mit der ganzen Kraft. Und ohne Witz, Klose kann so stolz auf sein Team sein. Ohne Witz, die machen so ein gutes Game. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Wir kämpfen uns hier diesen Punkt in diesem wirklich irren Spiel. 3-3. Und das geht vollkommen in Ordnung. Wir können nicht in der Tabelle klettern, aber das ist ja völlig irrelevant. Wir lagen hier die ganze Zeit hinten und haben es immer wieder geschafft, uns ranzukämpfen. Jetzt zum Abschluss schauen wir nochmal auf die Tabelle. Die anderen hatten schon ihren 16. Spieltag. Digga, die haben einfach jeden Tag ein Game. What the fuck, man? Gönn den Spielern nochmal ein bisschen Auszeit. Holy shit. Ja, die Dreifachbelastung, die macht sich langsam aber sicher bemerkbar. Aber hey, wir sind immer noch 5. Leverkusen immer noch 6. Ne, wie gesagt. Und oben die haben wieder Punkte gelassen. Dortmund 2-2 gegen Nürnberg, holy shit. Gladbach verliert 4-2 gegen Bayern. Das ist gut für uns, das ist ehrlich gut. Weil wenn wir jetzt gewinnen, sind wir einfach 3. Ich würde aber behaupten, das war's dann mit der heutigen Folge. Digga, es war wieder einiges los. Ne? Pokal, dieses irre Spiel in Leverkusen, Schalke, die auf einmal wie eine Champions-League-Mannschaft aufgetreten sind. Von daher, Leute, ich würde sagen, für die tolle Unterhaltung könnt ihr mal ein Like und ein Abo da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.